Weiter geht es im Weltcup am kommenden Wochenende. Die Frauen fahren in Spindlermühle. Die Männer sind in Kronzka-Gora am Werk. An beiden Orten gibt es je einen Slalom und einen Riesenslalom. Hoffen wir, dass die Schweizer Bilanz von dem Winter ein bisschen aufgebessert wird. Weil die Schweizer haben bis jetzt erst 3 Weltcup-Siege feiern. Das ist genau halb so viel, wie mein Studiogast allein geschafft hat. Fanny Smith. Mit 18 Jahren der erste Weltcupsieg. Fanny Smith, Weltmeisterin 2013. Fanny Smith, Olympiabronze in Pyeongchang. Fanny Smith, 6-mal die schnellste in dieser Saison. Der 2. Sieg des Gesamtweltcups zum Greifen nahe. Herzlich willkommen im Sportpanorama. Skicross-Königin Fanny Smith. Bienvenue. Fanny Smith, ganz herzlich willkommen. Fahr mal, pour les Suisses allemands. Ah, sehr schön. Fahr mal, fahr mal. Nehmen wir Platz. Bitte schön, Fanny. Fanny, lassen Sie uns über die Saison sprechen. 6 Siege. Ja. Was funktioniert in diesem Winter so außerordentlich? Ja, ich sage eigentlich, ich war in die Saison. Ich kann gut in die Saison gehen. Und ich bin fit. Ich habe noch einige Sachen gewechselt. Und ich bin mehr alt auch, mit meinen 26. Jahren alt. So alt schon. Nein, aber im Skicross, weißt du, alles, du brauchst diese Zeit. Erfahrung. Ja, ganz genau, für immer, weil in Skicross es gibt so viele Sachen mehr, denn nur fahren. Und Sie sind wirklich die Königin im Skicross. Das haben wir erlebt beim letzten Rennen in Russland, Sun Valley. Da haben Sie 2 Rennen innerhalb von 24 Stunden gewonnen. Also diese Bilder, das sind wunderbare Momente. Ja, wirklich. Es war wirklich unglaublich. Nachher Feldberg, wo ich habe wirklich diese Rennen, war nicht gut für mich. Flach, nicht ein sehr schönes Skicross für mich. Und dann wir sind zurück zum Sunny Valley gekommen und das war wirklich eine schöne Strecke und ich bin wieder in diese Zone gegangen und ja, immer mein Bestes zum Geben. Eben diese Zone, die Sie ansprechen, einmal gewinnen, okay, das kann mal passieren, 2, 3, 4 Mal, das ist schon richtig extrem, aber in die Zone zu kommen, um 6 Mal zu gewinnen in einem Winter, wie kommt man in diese Zone? Ja, das ist viel Arbeit eigentlich, es ist immer viel mit Kopf arbeiten und so. Ich habe meinen Mentaltrainer, er ist auch mein Physikaltrainer, er kommt mit mir im Rennen und das ist für mich sehr wichtig. Ist es genau gleich wie bei Kilian Payer? Wir haben vorher schon gehört, es spielt sich so viel da oben ab. Ist das auch in Ihrer Sportart so? Ja, viel, sehr, wirklich. Es kommt eigentlich am Ende in diesem Niveau, es ist 80% ist Kopf und danach ist ja, Physical Training. Wir trainieren so viel im ganzen Jahr und du denkst, es ist nur 20%, aber ja, am Ende, wenn du bist gut und bereit in deinem Kopf, du kannst alles machen. Lassen Sie uns sprechen über den Ursprung. Eigentlich sind ja Sie wie alle anderen eine Alpin-Skirennfahrerin. Wissen Sie das noch? Haben Sie da auch noch Erinnerungen an diese Zeit? Nicht viel, nein. Nein, sicher. Es war für mich, ich habe meine erste Skicross gemacht, wenn ich war 12 Jahre alt. Und das war für mich die Sport für mich. Mein Bruder, mein alter Bruder war mehr im Freestyle, Sprung und verrückte Sachen. Und ich war sehr kompetitrice, oder ich weiß nicht, wie du sagst. Aber und dann Freestyle konnte ich nie machen, weil es ist mit Punkt oder so. Aber Skicross, es ist ja, 14, Frau 4. Gegen Frau, Kampf. Ja, voll. Und du weißt genau, wenn du bist Erster oder nicht. Und da spielt Ihr Vater eine wichtige Rolle. Der hat dann 2 Jahre später in einer Gondel in Zweisimmen gesagt, hey Fanny, möchtest du gerne an die Olympischen Spiele? Hat er wirklich diese Frage gestellt? Ja, wirklich. Es war der Tag, dass Skicross war erlaubt, oder wie sagst du, für die erste Olympiade in Vancouver. Und das war dieser Tag. Ja, sie haben gesagt,
Skicross wird in 2010 in Vancouver sein. Und wir hatten ein Rennen dabei. Und ja, mein Vater hat mir gesagt, wirklich diese Frage. Und er war 14 Jahre alt. Und ich habe gesagt, ja, Papa, weißt du, er ist ein bisschen immer, seine Ideen sind sehr hoch. Und ich habe gesagt, ja, ja, warum nicht? Und dann musste das umgesetzt werden, weil 3 Jahre später hat es ja dann funktioniert. Also das heißt, Sie mussten Sponsoren suchen, Sie mussten einen Trainer engagieren. Das haben Sie alles selber gemacht, auch schon mit diesen 14 Jahren. Ja. Wie ist denn das? Also mein Vater hat wirklich sehr, sehr viel gemacht. Er hat die Tag gearbeitet für, weißt du, die Geld für Familie Geld verdient, ja. Ja, voilà. Und dann am Abend, am Nacht, er hat für mich gearbeitet, um ja, wie wir könnten einen Trainer finden, wie es funktioniert, eine Struktur oder was. Ja, und dann Sponsor. Wir haben viele Messen gehabt am Anfang. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. Also selbst mit 14 Jahren haben Sie das gemacht? Ja, ja, meine Familie. Ja, ja. Aber ja, meine erste Vertrag, ja. Es war, ich habe gemacht und ich war, ja, und ich war nicht sehr zufrieden. Ich weiß noch, das war mit... Zu wenig Geld. Nein, ich war nicht zufrieden nach dem Meeting und ich habe meinen Vater angerufen. Ja, Papa, es war gute Meeting, aber ich bin nicht so zufrieden. Und er sagt, ja, Anruf, zurück, du sagst. Ich sage, ja, ich kann das nicht sagen. Er sagt, warum nicht? So, ich bin zurück angerufen. Ich habe gesagt, ja, eigentlich können wir normal sprechen wegen das. Und dann hat es mehr gesagt, gegeben. Ja, es hat geklappt. Das hat geklappt. Und das ist aber genau die Zielstrebigkeit, wo Fanny Smith dahin geführt hat, dass sie jetzt unbestritten Nummer 1 ist im Skicross auf der ganzen Welt. Und einer, der das am besten beurteilen kann, das ist natürlich ihr Cheftrainer, der Ralf Pfäffli. Sie liebt den Sport über alles. Sie liebt das Fahren, das Element, den Kampf Frau gegen Frau. Und das ist das, was sie von Anfang an gespürt hat. Und sie ist wirklich eine, die das lebt, der Skicross. Das ist ihr Ding. Das ist Fanny und Skicross ist wie eins, oder? Fanny hat eine Art, die sehr fröhlich ist, sehr unkompliziert. Sie kann viel lachen, ist freundlich. Fanny hat sehr gute Attribute in ihren Charakterzügen, die eben den Ausgleich bringen zu ihrer sehr zielstrebigen Sportlerkarriere. Das charakterisiert sie sehr stark, dass sie weiß, was sie will, dass sie den Willen hat, die Beste zu sein. Oder zu werden. Ja, ich glaube, sie hat eben schon so Züge wie eine Michaela Schifrin. Also sie ist sehr fokussiert, geht einen eigenen Weg, nicht einen komplett eigenen Weg, aber sie hat sehr viele eigene Ideen. Sei das in der Konditionsplanung, sei das im Skiplanung, wir lassen sie um, mitreden. Die Athleten haben das Gefühl, dass was der Trainer oder der Servicemann sagt, das ist Gott. Sie hinterfragt halt sehr viele Sachen und möchte überzeugt werden, dass die Linie oder der Schuh oder der Ski das Beste ist für sie. Und nicht einfach sagt, ja, das macht ihr so. Ich glaube, wenn man den Vater fragen würde, würde er sagen, Fanny ist ein Sturkopf. Wir bekommen das weniger mit, aber wir haben nicht das Gefühl, dass sie stur ist, sondern sie ist einfach minutiös am Arbeiten. Ja, wunderbare Geschichten, die uns Ihr Trainer da erzählt hat. Sehr nett. Mit Ihnen zu sprechen, das ist ganz einfach. Wie ist es, mit Ihnen zu arbeiten? Ja, ist mir schwierig. Ist es schwieriger? Nein, weil ich weiß, was ich will. Eigentlich könnte es auch einfach sein, weil mein Kopf ist, ja, ich habe mein Ziel und ich werde alles machen für dieses Ziel. Sind Sie auch ein bisschen stur, wie das Pfäffli gesagt hat, wenn man Ihren Vater fragen würde? Dann würde der sagen, Fanny ist auch ein bisschen stur. Eher nicht. Eher nicht. No. Immer zielorientiert, immer fokussiert. Woher kommt das? Ja, es kommt wegen diese Tag in die Gondola mit meinem Vater. Wenn er hat mir diese
diese Opportunität gegeben, weil danach ich habe auch Schule, Stoppschule, wenn ich war 16 Jahre Profi, alt. Mit 16 Profi. Ich war Profi. Und dann in meinem Kopf, okay, sie haben mir diese Choice gelassen, aber ich muss jetzt arbeiten und machen, was alles, wie es möglich ist, um, ja, dass es funktioniert. Und wie war denn das, also mit 16 Profi zu werden, die Schule vergessen und hoffen, dass es funktioniert? Wie groß war das Risiko? Ja, in diesem Jahrgang, du denkst nicht viel wegen Risiko. ich habe wirklich eine Familie, wunderbar. Sie hat mir Acht gegeben für diesen Sport und dass du machst, was du liebst eigentlich. Und wenn du machst und du liebst und du arbeitest für, es funktioniert. Das war ja in der Schule nicht immer so. Sie haben das immer öffentlich gesagt, Sie haben eine Leseschwäche, Schreiben und Lesen, das war nie Ihre Stärke. Und das hat dazu geführt, dass Sie in der Schule gehänselt worden sind. Also die Schüler haben mit dem Finger gezeigt, ey, das ist die Smith, die kann ja nicht mal lesen, die kann man nicht mal schreiben. Was hat das für eine Wichtigkeit, diese Geschichte? Das gehört zu Ihnen auch. Das war sehr schwierig. Für mich, Schule war wirklich nicht die mehr lustige Sache in meinem Leben bis jetzt. Und, aber ich war auch ungefähr wie ein, ich wollte sagen, Männer, also, weil ich war ein bisschen crazy, weil mache ich, weißt du, Skateboard und alles verrückte Sachen. Also für das, sie war nett mit mir, aber mit Schule war ja anderes. Aber diese Schwäche, also dass man gehänselt wurde, das wurde ja dann irgendwann auch zur Stärke, weil es macht einem stark. Wenn man das übersteht, dann funktioniert vieles. Ja, wirklich. Ich habe so viel gearbeitet in Schule. Meine Mutter ist Lehrerin, also sie hat wirklich alles probiert mit mir. Es hat nicht viel funktioniert und am Ende wir haben gedacht, ja, okay, das ist nicht für sie. Wir müssen sie in einen anderen Weg bringen. Ja, und der Weg war dann die Natur, also draußen etwas machen, Skifahren. Und wie dankbar sind Sie den Eltern, dass die gesagt haben, ja, wir machen diesen Weg? Ja, sie haben gedacht, so für meine Mutter, ich habe mit sie nie gesprochen wegen, weißt du, sie war Lehrerin, ich habe Schule Stopp gemacht am 16 Jahre alt. Vielleicht es war schwierig für das sie war oder ein nicht. Schock für die Mutter. Vielleicht oder nicht. Aber danach, ich habe von ein Jahr in meine Pépinière. Comment dit ça? Wo es gibt Bäume und du meinst mit Blumen und so. Gärtnerei? Oder? Ja, Gärtnerei, ja, voll. Ja. Hast du gearbeitet? Ja. Nein. Eine ganze Sommer. Ja, weil mein Vater hat gesagt, okay, Schule ist fertig, aber du musst wissen, was ist Arbeit. Er sagt, okay. Also er hat mit seinem besten Freund ich war da gearbeitet, also jeden Tag um 6 Uhr, musst du aufstehen, du gehst, du machst alle Sachen sehr mütlich, danach ich war am Ende Tag noch trainieren und nach diesem Jahr, er hat mir gesagt, okay, willst du jetzt 100% Ski machen? Ich habe gesagt, ja, ja, bitte, auf jeden Fall, nie richtig arbeiten. Also Ski, das ist ja auch Arbeit. Und da sieht man, wenn man ihnen zuschaut, wie sie sich vorbereiten im Sommer. Wir haben da etwas von ihrem Instagram-Profil haben wir da runtergeladen. Das ist ja unglaublich, wie da gearbeitet wird. Ja, aber das ist die kleinere und lustige Part. Weil was ist nicht lustig? Wir schauen nicht in Social Media, weil es ist einfach nur Kraft oder so. Aber wie viel Spaß muss das machen? Das habe ich Spaß, wirklich. Weil es immer bewegen. Du musst immer auch mit deinem Kopf denken, die Balance oder so haben. Und es ist die lustige Part von meinem Training. Aber es ist so, diese Fokussiertheit, also wirklich dieses... alles wird alles einfach weg. Alles weg. Einfach weg. Woher kommt das Draufgängertum? Also immer Vollgas, toujours 100%. Ja, das, ich denke, ich habe das genommen von meiner Großmutter. Ja. Sie ist schon ein sehr großer Kopf. Also woher Kopf kommt sie aus England? England oder Amerika? Vater England. Ist ja. Ja, und ich bin sehr... ich weiß, was ich will. Ich habe einen großen Bruder. Ich wollte immer machen, was er macht. Und starke
geköpft und los. Ab und zu muss man den Kopf aber auch durchlüften. Sie waren im letzten Sommer in Barcelona, in Polen, bei einer Konkurrentin. Mhm. Und dann waren Sie noch ganz weit weg. Also, was haben Sie gemacht? Ja, ich mag am Ende der Saison diese Pression ausnehmen und wirklich etwas anderes machen. Andere Kultur, nicht vom Ski sprechen. Ja, wirklich für das, wenn ich komme zurück im Juni, dass ich kann wieder trainieren am 100%. Sie waren mit einem Rucksack in Vietnam. Ich mache das jedes Jahr. Ja, ja. Und wie war denn das? Also da haben Sie alles erlebt. Sie haben Karaoke gesungen haben die Leute kennengelernt. Wie war das? Ja, es war unglaublich. Wirklich, es ist ein wunderbar Land. Ich brauche diese große Unterschied wegen bei unserer Kultur und was ich lebe jeden Tag. In meinem ein Zeitpunkt des Jahres ein Full etwas anderes haben. Und ich brauche dieses Jahr, ich gehe zum Tahiti. Ja? Ja, auch mit Backpack. Und das ist so, ich habe auch mit meiner besten Freundin, wir waren immer ein anderes Wort im Zentralamerika. Und ja, es ist etwas wirklich, es bringt mich viel und ich brauche diese Energie zurück für Juni. Können Sie denn irgendwo hinsitzen und 2 Stunden Roger Federer zuschauen beispielsweise? Ja, es ist der einzige Sport, ich schaue im Fernsehen, Tennis. Wirklich. Weshalb? Wirklich. Von immer. Wegen Roger Federer? Ich denke schon, weil er ist so alt, aber er ist gar nicht alt. Alt? Nein, also bitte schön. Nein, weil wir sehen er, ich sehe er von, ich weiß nicht, ich bin 10 Jahre alt oder etwas so. Und ich bin noch einmal viel älter als Roger Federer. Aber er ist eine outstanding personality. Ja, wunderbar. Inspiration auch? Ja, wirklich. Er ist jemand in alles, in seine Sportkarriere, in seine Health. Weil er war ungefähr nie verletzt. Nichts. Oder so. Nur ein bisschen Knie, ja, aber sonst. Und das ist für mich, es ist wirklich für mich etwas unglaublich, um auch probieren zu machen. Er hat ja gestern den 100. Turniersieg gefeiert. Sie haben 19 Weltcup-Siege. Haben Sie alle im Kopf? Alle Siege? Ich muss ein bisschen Zeit zum allen denken. Aber er weiß nicht, wie er macht. Eben 100 Siege. Und das ist schon spannend. Der Roger Federer, da wird es schwierig, dass er sich an jeden Turniersieg einzeln erinnern kann. Letztes Jahr in Basel im Herbst, da hat er ja Sieg Nummer 99 geholt. Und seit dem Moment war für ihn klar, Nummer 100, das ist eine Frage von der Zeit. Darum haben wir nach dem Turnier in Basel mit dem Maestro einen Interviewtermin gehabt und haben über die Vergangenheit, über die grossen Erfolge mit ihm reden können, im Wissen, dass wir das Interview irgendwann werden brauchen. Und jetzt ist es soweit, jetzt können wir das Interview brauchen, weil er halt gestern in Dubai Turniersieg Nummer 100 geschafft hat. Der 100. Titel für Roger Federer, der 8. in Dubai. Ein Moment für die Rekordbücher. Ich kann mich erinnern, es war ein harter Match. Es war natürlich ein schneller Indoor-Belag wie damals. Und er hatte einen riesigen Aufschlag, hat sehr offensiv und aggressiv gespielt. Und darum war es natürlich immer so ein bisschen froh, wer hat das Glück vielleicht ein bisschen auf seiner Seite. Ich habe 2-mal im Finale verloren vorher. In Marseille gegen Marc Rossi, 7-6 im 3. Ganz knapp. Und dann auch in Basel in 5 Sätzen, auch knapp. Und dann natürlich, dass ich den dritten Anlauf das auch schaffen konnte, ist natürlich dann eine schöne Erleichterung. Ich würde wahrscheinlich meinen, der erste Wimbledon-Sieg. Einfach weil der hat mir den Glauben geschenkt, dass ich mit den Besten mithalten kann, die größten Turniere gewinnen. Das ist der Champion in Wimbledon, Roger Federer. Ich kann auch vielleicht der Favoritenrolle gerecht werden. All diese Sachen und auch, dass die harte Arbeit sich auch alles auszahlt und dass ich eigentlich nicht auf dem Holzweg bin, sondern auf dem richtigen. Also das Gefühl, da hat mir sehr eigentlich die Augen geöffnet, der Titel. Oder? Congratulations, Roger Federer! Vielleicht 2002 Hamburg vielleicht noch, weil das ist
den Sieg gesehen, auch nachdem ich die erste Runde in Rom verloren habe, die Woche vor. Und dann denke, warum gehe ich überhaupt nach Hamburg? Oder? Ich spiele so schlecht und vielleicht müsste ich das Training besser. Und bin einfach frustriert gewesen. Ich war jung gewesen, natürlich auch noch. Bin eben Marat Safin gesessen im Garderobe. Ihm ist genau das Gleiche passiert. Er ist auch in der ersten Runde raus in Rom. Und dann reden wir so zusammen, oder? Wie halt so Junge, und denken, was machen wir überhaupt noch da, oder? Und dann sind wir beide doch halt auf Hamburg und dann prompt haben wir natürlich im Finale gegeneinander gespielt. Und dann habe ich ihn können schlagen und bin so in den Top 10 reingekommen, bin so aufs Nummer 8 führen gekommen. Und das ist total überraschend gekommen für mich. Vielleicht Australien letztes Jahr, einfach weil es zu viele Fünfsätze hatte, auch eine Verletzung mit mir getragen hatte im Verlauf des Turniers. Auf der Linie! Wahnsinn. Und dann natürlich irgendwo auch der Sieg im 2009, nachdem ich im 2008 gegen Rafa verloren in Wimbledon. Die Chance, eben, das wieder alles gut zu machen. Und dann in diesem riesen brutalen Finale gegen Roddick keinen Break zu schaffen, während fast 4 Stunden, ist unglaublich hart gewesen. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie ich soll gewinnen soll, weil ich schaffe keinen Break. Und das wird wahrscheinlich jetzt einfach so weitergehen. Und irgendwann mal wieder mich breaken. Aber zum Glück ist es dann anders gekommen. Bin ich sehr froh gewesen. Ja, ich glaube, der erste Wimbledon-Sieg hat sicher etwas gehabt, natürlich. Ich kann es kaum glauben, dass ich die Wimbledon-Trophäe in die Luft stemmen darf. Dann natürlich auch die French Open im 2009. Es ist geschafft! Das ist Sportgeschichte, meine Damen und Herren. Ja, es ist einfach bis zum Schluss, oder? Ich habe dermaßen viel angekämpft, natürlich, dort in Paris doch noch durchzukommen. Weil der Rafa ist immer dort vor der Sonne gestanden. Darum war das für mich ein riesen Sieg dort. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich auch sonst noch mal riesig emotional geworden bin, aber vielleicht dort doch auch noch in Australien im letzten Jahr nach dem Sieg gegen Rafa. Niemand hat ihm das zugetraut. Niemand! Das ist für mich auch so ein bisschen überraschend gekommen. Wir verneigen uns zum gefühlt 10.000. Mal vor dem größten Schweizer Sportler, den es je gegeben hat. Ja, unglaubliche Geschichte, die er wieder schreibt. Ein weiterer Meilenstein in der Tennisgeschichte von Roger Federer. 2001, der erste Turniersieg. Da waren Sie 9 Jahre alt. Das ist, weil er war immer in meinem Leben. Und ihr, ja, weil er war immer da. Er ist viel, viel älter als Sie, das haben Sie vorher gesagt. Nein. Doch, doch. Nicht mehr jetzt. Wenn du bist jung, du denkst schon, aber ja. Aber er hat alles gewonnen. Ihnen fehlt noch die Olympia-Goldmedaille 2022. Dann sind Sie zwar auch dann viel, viel älter, aber immer noch im besten Alter für diesen Titel. Ist das in Ihrem Kopf? Gold bei Olympia? Oder Olympia? Olympia schon, sicher nach 4 Jahren oder 3 jetzt. Aber dann ist immer was motiviert mich, ist, dass jeden Tag ich probiere mein Bestes geben und ich weiß nicht, es ist in alles eigentlich, im Kochen oder im, ich weiß nicht, im Trainieren oder so. Immer Vollgas. Ja, und dann bringt es dir zurück, weißt du, du bist zufrieden und du hast ein schönes Leben. Und das wird, ich nehme die gleiche in meine Sportkarriere. Vielen Dank. Da wünschen wir alles Gute für die großen Ziele und auch das nächste Ziel. Saisonabschluss in Wesona mit 88 Punkten Vorsprung. Das wird nicht mehr schief gehen. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Fanny Smith. Danke. Wunderbarer Mensch, großartige Sportlerin und nächstens Gesamtweltcup-Siegerin im Skicross. Da bin ich fast hundertprozentig sicher. Ich sage Dankeschön für das Zuhören. Jetzt geht es hier weiter mit dem Automagazin Tacho. Ich wünsche viel Vergnügen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Das war Sportpanorama mit Groupe Mutuel. Versichert. Genau jetzt.